Ihr wisst sicher, dass wenn ein Skelett einen Creeper tötet, der Creeper eine Schallplatte droppt. Auf diese Weise alle Schallplatten zu bekommen, ist allerdings etwas mühselig. Wusstet ihr aber, dass wenn ein Skelettpfeil ein TNT anzündet, welches danach einen Creeper tötet, dann dieser Creeper auch eine Schallplatte droppt? Okay, da ist selbst die Verwirrung verwirrt. Lasst es mich euch erklären. Wir können so nämlich eine ziemlich gute Schallplattenfarm bauen. Die Materialien, die wir dafür brauchen, seht ihr hier. Dazu brauchen wir noch einen Amboss, um das Namensschild zu benennen. Und dazu müssen wir am Anfang ein 6x7 Blöcke Loch graben. 7 Blöcke hier und 6 Blöcke hier. Und das Loch muss 4 Blöcke tief sein. In dem Loch befinden sich später die Creeper. Genau in der Mitte, also hier eine Reihe, platzieren wir Trichter, sodass links 3 Blöcke noch sind und rechts 3 Blöcke. Die Trichter führen am besten in eine Kiste hier. Hier graben wir nach oben und hier bauen wir wieder zu. Und dann platzieren wir am Rand Wasserquellen, sodass die Wasserquellen zur Mitte führen und alles hier in die Mitte zu den Trichtern gespült wird. Dann können wir aus dem Loch rausgehen und neben der Mitte des Lochs, 2 Blöcke entfernt, bauen wir einen Block, noch einen Block, darum 4 Falltüren. Die 2 an der Seite klappen wir hoch, wir entfernen den Block und platzieren Lava, denn der Skelettpfeil muss natürlich brennen, damit das TNT entzündet wird. Hinter der Lava, vom Loch entfernt, soll das Skelett später stehen. Das heißt, hier bauen wir mal zu, auf den Seiten und hinten. Und wir müssen das Skelett ja irgendwie hier reinbekommen. Das heißt, wir bauen hier mal noch 3 Blöcke dran, damit das hier hochspringen kann. Und wir bauen die Wand hier noch einen Block länger. Über diese Falltür bauen wir noch eine Slab. Und über die Lava bauen wir noch eine Slab. Jetzt kommt so ziemlich der schwerste Part. Ich würde empfehlen, dass ihr diesen Steg noch etwas länger baut. Möglicherweise müsst ihr auch irgendwie noch aus dem Loch rauskommen. Denn wir müssen jetzt ein Skelett hier in dieses Loch reinlocken. Ich spawn mal ein Skelett. Und das muss jetzt irgendwie hier rein. Das heißt, Alter. Okay, Fail. Bevor wir das Skelett in das Loch locken, benennen wir am besten auch noch das Nametag, Fred, und dann können wir es nochmal probieren. Am besten lockt ihr es auf diese Seite und geht dann hier hinten dran. Dann sollte das Skelett nach ein paar Versuchen in das Loch reinlaufen. Nicht in das Loch, Alter. Also Zombies sind viel einfacher zu kiten. Ja, bitte geh da rein. Also das ist wirklich der absolute Krampf. Oh mein Gott. Das kann gut 5 Minuten dauern. Danach geben wir dem Kollegen das Namensschild, damit wir das auch nicht nochmal machen müssen. Bauen hier oben zu. Ganz wichtig, sonst stirbt der Kollege. Die Blöcke hier können wir wieder entfernen. Und jetzt klappen wir hier einfach diese Falltür hoch. Dann schießt das Skelett nicht auf uns, wenn wir hier weiterarbeiten. Und ich habe natürlich noch das Material vergessen. Wir brauchen ein TNT. Oder besser gesagt mehrere TNT. Das TNT platzieren wir ungefähr in der Mitte von dem Loch. Denn das Skelett muss letztendlich das TNT treffen. Dafür stellen wir uns später hier hin. Und jetzt ist die Farm im Großen und Ganzen soweit fertig. Wir müssen nur Creeper in dieses Loch reinlocken. Das heißt, hier rumlaufen, Creeper uns folgen lassen. Und sobald jetzt hier der Creeper an dem Loch entlang läuft, einfach den hier machen. Aufpassen, dass der Creeper nicht explodiert und weiter. Man könnte auch noch eine Creeper-Farm bauen. Und zwar hier über dem Loch, sodass nur Creeper darin spawnen und diese dann in das Loch fallen. Aber ich würde jetzt nicht unbedingt den Aufwand betreiben, eine Creeper-Farm zu bauen, nur um alle Schallplatten zu bekommen. So viele Schallplatten brauchen wir dann auch wieder nicht. Kommt natürlich auch darauf an, wie viele Creeper in der Umgebung spawnen. Manchmal spawnt einfach gar nichts. So, ich habe jetzt in einer Minecraft-Nacht, also ungefähr 10 Minuten, 7 Creeper hier reinbekommen. Okay, das wird nicht ganz für jede Schallplatte reichen, zugegeben. Aber ich hatte das Gefühl, dass es ziemlich schlecht war mit der Anzahl an Creepern. Auf jeden Fall, um jetzt das Ganze zu triggern, öffnen wir hier diese Falltür, stellen uns hier hin. Oh, ja, ganz toll, ganz toll. Ich glaube, das ist jetzt nicht so die idealste Position. Es ist vielleicht sinnvoller, wenn wir das TNT 1 höher platzieren. Yep, so läuft das. Die Creeper sterben alle. Ja, ihr solltet euch einen relativ schlauen Weg hier zu der Truhe basteln. Nicht wie ich das gemacht habe. Und wir haben 7 Schallplatten. Nicht unbedingt unterschiedliche Schallplatten. Das heißt, wir haben jetzt hier 3, 4, 5 verschiedene Schallplatten bekommen. In 10 Minuten. Es gibt 13 verschiedene Schallplatten, die wir von Creepern bekommen können. Das heißt, wenn man das hier 2 bis 3 Nächte macht, hat man ungefähr alle Schallplatten, die man in Minecraft bekommen kann. Mit Ausnahme der speziellen Schallplatten.
die nicht durch Creeper gedroppt werden. So geht das Ganze auf jeden Fall 10-mal schneller, als wenn man jedes Mal ein Skelett einen Creeper versucht zu töten zu lassen. Falls ihr aber jetzt noch wissen wollt, wie man eine Creeper-Farm baut, weil ihr das hier mit der Creeper-Farm kombinieren wollt, dann kann ich euch dieses Video empfehlen. Dort habe ich erklärt, wie man eine Creeper-Farm baut. Und falls euch dieses Video gefallen hat, gebt gerne ein Like und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann!